Aber lass unsere Gitarre jetzt mal nehmen und das und den Laden hier verlassen. Okay. Ich such mal lieber gleich nach Ethan. Warum bin ich jetzt hier reingekommen? Ach so, nee, SOS, nicht sicher, ob das Lab stattfinden wird. Ethan ist nicht interessiert. Scheiße, klingt, als hole sein Vater ihn in ein paar Stunden ab. Scheiß Leben, Ideen? Lass mich versuchen, mit ihm zu reden, bin gleich da. Heldin. Alex, die Badin. Zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Vielleicht den Goldfisch auch mal füttern sollen, der da vorne stand. Da gab es doch früher auch die Sachen mit dem Fisch füttern, sonst stirbt er. Hey. Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay, vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Ich wäre ziemlich traurig, wenn ich mein erstes Lab nicht mit dir spielen kann. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so... traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Naja, dann tu halt nicht so. Sei du selbst. Oder du selbst mit Schaumstoffschwert und komischem Helm. Aber was, wenn es mir trotzdem, naja, keinen Spaß macht? Dann lass es. Ist auch okay. Niemand wird enttäuscht von dir sein, weil du du bist. Okay. Ach, das war einfach. Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Fëanor, der Monsterjäger, dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Badin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Von Ogern, gefährlich und groß. Doch Fëanor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte! Ihr müsst also die Bardin Elwyn sein, deren Lieder magische Kräfte haben.
Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen. Dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Ja. Gut. Dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Wirklich toller König. Das Elster-Emporium erschien in der Nacht und verwandelte einen leeren Laden in einen gut bestückten Zauberladen. Sterbliche Einwohner werden ermutigt, vorbeizukommen und unsere Waren in Augenschein zu nehmen. Also, du bist wirklich Alwyn? Erkennst du mich etwa nicht? Oh, ja, natürlich. Es ist lange her seit Carneris. Genau. Das waren gute Zeiten, hm? Abgesehen von den Spinnen. Ja. Wir nur danach suchen. Ich denke, das wissen wir nicht. Es ist ein echtes Abenteuer. Oh. Ja, ich gehe gleich zur Hauptstraße. Ich bin einfach noch auf diesen Suchmodus. Ich glaube, das ist so eine Krankheit, die ich von King's Bounty einfach bekommen. Ständig alles in den Ecken absuchen. Könnte ja noch ein Topf voll Gold irgendwo sein. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ja, mach mal isoperspektivisch jetzt. Ja. Ergreifende Hymne verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Mein Fehler. Zwei Schaden. Flammklinge. Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Beute. Oh, cool. Ich habe einen magischen Angriff. Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thanor. Feuerwelle. Drei Schaden für Gegner plus ein Schaden für Verbündete. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Komm, wir gehen weiter. Willst du nicht nochmal den Wolf treten? Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Ich sollte bei Riley vorbeischauen und ihr persönlich danken. Hey,
Hey, ich habe Ryan gefragt, wofür dieser USB-Stick ist. Er war vage zu meiner eigenen Sicherheit. Oh, keine Sorge, ich tue mein Bestes, um euch Zugriff zu verschaffen. OMG. Keine Garantie, kommt darauf an, wie gut das Passwort ist. Vielen Dank, dass du es überhaupt versuchst. Wir waren uns nicht sicher, ob du es tun wirst. Du verdienst die Wahrheit. Typhon versteckt offensichtlich was. Mac hat immer noch Todesangst vor ihnen. Ich bin jedenfalls im Laden, falls du irgendwas brauchst. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf. Bleib ernst. Bleib in deiner Rolle. Für sich, für dich. Ganz süß, oder? Ach, ich wette, die können wir einsetzen. Halt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett. Entfernt alle negativen Stasis-Effekte. Was ist das? Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool! Das ist noch eine Schriftrolle. Kein Verstecken mit einer so auffälligen Schleife. Und jetzt häuten wir ihn. Plus eins ausweichen. Nur deine Verbündeten weichen den nächsten Angriff aus. Kann nur einmal eingesetzt werden. Eine Schriftrolle? Ja. Will mehr Schriftrollen. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des Labs. In dieser Taverne ist es grauenhaft. Hey, wie lautet das Rätsel? Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Ich würde liebend gern in einem Laden namens Die Durstige Möwe arbeiten. Schreckenswolf, au, Schlange. Du hast da wohl was fallen lassen, Diane. Wow, was hat es damit auf sich? Rein in die durstige Möwe. Ja. Lass uns reingehen. Das wird ja noch nicht alles sein. Also ich denke mal, ich kann wieder auf die Hauptstraße gehen später. Was ist hier passiert? Weitere Überlebende. Dü-dü-dü. Abstimmung läuft. Geht's euch gut? Tja, das war nicht mein erster Monsterangriff. Ich kenne da einen oder zwei Tricks zur Flucht. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein.
Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Mal sehen, was es hier so gibt. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Warum hat er eine Banane in seiner Hand? Also mehr oder weniger. Okay. Ich glaube, ich habe alle Fächer durchsucht. Da kommen wir jetzt nicht drum herum, oder? Es heißt, ein Sumpftroll hat sich unter der Ostbrücke eingenistet. Seid extrem vorsichtig bei der Überquerung oder besser lasst es. Hast du die Warnung gesehen? Ja. Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Alle Getränke, die ich will. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Ja? Ich nehme erst die optionale Geschichte. Wie ich sehe, genießt ihr einen Schluck Ale. Ach, jetzt lassen sie aber alles abstimmen. In den anderen Kapiteln war immer nur so, das Nonplusultra abstimmen. Ihr habt einen Monsterangriff überlebt. Ich denke, ihr habt euch ein paar aufs Haus verdient. Weiser als euer Alter vermuten lässt. Aber warum lassen die jetzt hier alles abstimmen? Macht doch gar keinen Sinn. Ich konnte doch vorher auch ein paar eigene Entscheidungen immer treffen. Vor allem, weil das sind, glaube ich, sogar gerade eine Abstimmungsgeschichte, wo du eh alles durchgehst. Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Die hat's doch verdient. Geizige Spülhilfe. Oder es hat gestern nicht immer funktioniert, weil das Crowd-Abstimmen nicht durchgehend aktiv war. Merkwürdig. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Ich nehme dann mal an, wir werden einer Schlange begegnen. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Da weiß jemand, wie man Thanor beschäftigt. Hausbade? Sorry, Steph. Alwyn ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Altes Schwerter zu verkaufen. Sprecht Alwyn den Schmied an. Vertreibt Monster mit dieser geheimen Kräutermischung. Nur 4 Goldmünzen für das Rezept. Treffen hinter der durstigen Möwe montags um Mitternacht. Das hat gar nicht funktioniert, du Schwindler. Hört sonst noch wer gruselige Geräusche beim Schloss? Ja, nein. Oh hey, eine Münze. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert?
Hypnotische Fuge. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Lieber Lawrence, ich schreibe dir, um meinen Ratschlag, den ich dir bei unserem letzten Abendessen gegeben habe, zu ändern. Es besteht kein Grund, dein Geschäft zu verkaufen. Ich bin überzeugt, dass das Zeitalter der Monster bald enden wird. Ich weiß aus glaubwürdiger Quelle, dass der Aufruf seiner Majestät nach Helden von niemand anderem beantwortet wurde als Taynor, dem legendären Monsterjäger. Brief abgebrochen. Steph hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Na geht doch. Das muss das Rätsels Lösung sein. Belenira und Dessis. Vor langer Zeit, so sagt man, herrschten unaussprechliche Schrecken, selbst im Tageslicht, bis vier Helden sich dem großen Schatten an der Küste von Kilian stellten. Die Schlachttruppe tobte tagelang, bis die vier Helden die Mächte des großen Schattens überwältigten und am Rande des Todes standen. Dort, in von blutrot gefärbten Wellen, gaben drei der Helden ihr Leben. Sie bewirkten einen uralten Zauber, der ihren Seelen von ihrem Körper trennte, und sie in drei Juwelen von unermesslicher Macht verwandelte. Von Nira, der Berserkerin und stärksten der vier Helden, kam der Seelenrubin. Von Desis, dem Kleriker und Weber der Geschichte, kam der Seelensaphir. Von Belin, der Illusionist und Bewahrerin der alten Bücher, kam der Seelenartemist. Mit den drei Seelenjuwelen, die in der Hand nahm der vierte Held sein Schwert und durchbohrte den großen Schatten mit Licht, müde und geschunden vom Kampf, versteckte der vierte Held dann die Juwelen und wanderte in die tiefe Wildnis von Reven. Er wurde nie wieder gesehen. Ich muss eine Zwischenspeicherung machen von den Farben. Dieses Lab ist wirklich sehr detailliert gestaltet. Das ist hoffentlich abwaschbar. Oh Mann, ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Ah, Moment. Da ist eine Erinnerung dran geklebt. Die 13. fünfjährliche Versammlung der Ego-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen. Es betrübt mich zu verkünden, dass alle sechs von uns heute auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vor zu leben? Lange genug, um abzukassieren, Gordon. Und keine Minute länger. Ich krieche mit eurem Anteil in meinen steifen Fingern Richtung Grab. Lasst euch das gesagt sein. Ducky ist in einer Tontine. Ducky ist in einer Art Rentenversicherung. Der Pott beläuft sich auf ganze 60 Mücken. Ich denke, er ist hauptsächlich ein Grund, sich alle 5 Jahre mit seinen Freunden aus dem Krieg zu treffen. Die Dago-Keks-Jungs. Keine Ahnung, wo der Name herkommt. Vielleicht haben sie es sogar vergessen. Der Name, genau wie die Treffen und die Tontine, hat sich über die Jahrzehnte von halb ernst zu fast ritualistisch gewandelt. Es ist eine Struktur, die sie auf ihre Beziehungen anwenden. Eine Zeremonie, die dem Einfluss der Zeit und Entfernung widerstehen soll. Es ist tatsächlich süß, wie die Kerle sich treffen und so tun, als seien sie sauer aufeinander, dass sie so lange leben. Das Königreich hat ernste Probleme. Ich hab tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Wenn da ein Monster wäre. Harter Tag für Barry, den Tavernenbesitzer. Da muss der Schlüssel rein. Vaynor! Hast du das gesehen? Das muss es sein!
einer der Juwelen. Bellen. Eingeschafft. Noch zwei. Das war gar nicht schlecht, oder? Jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir auch die anderen finden. Na schön, dass du endlich an uns glaubst. Ich muss sagen, dass Alex meine Lieblingsangestellte ist. Ducky ist Zuneigung. So leicht erkauft. Ich hatte einen so ruhigen Morgen. Ich denke, wir sind hier fertig. Ciao. Viel Erfolg. Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Noch eine Dodge-Rolle. Nicht schlecht, Dodge-Rolle. Taylor. Dodge-Rolle. Wenn ihr Dodgeballs ausweichen könnt, dann könnt ihr auch Schraubenschlüsseln ausweichen. Ach, das sollte man mit dem Jungen spielen. Dann hat er auch kein, wird er nicht mehr an seine einige Sachen da drin Traurigkeit echt denken. Interessant. Wird euch im Gedächtnis verbleiben. Bereit zu antworten? Ich sage es gern nochmal. Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not? Die Namen lauten? Nira, Desis und Belin. Die Antwort lautet Nira, Desis und Belin. Ihr habt das Rätsel gelöst. Euer Preis. Ein Hinweis. Lauscht auf. Um zu bestechen den tödlichen Trollunhold, müsst ihr zahlen 4 Münzen aus Gold. 4 Münzen. Verstanden. Und 2 haben wir bereits gefunden. Noch etwas. Für des Verses Lösung gibt es von mir noch einen klimpernden Lohn. Danke. Und 3 haben wir schon gefunden. Könnten wir doch zurück in die Taverne, wenn sie voller Leute ist. Sie war doch voller Leute. Voller lebendiger Leute. Natürlich. Ich dachte, ich bringe dir bei. Hey, was läuft denn hier? Zu beschäftigt zum Reden. Tut mir leid. Hau sie um! Entschuldige. Zeig sie ihnen, Ethan. Ich bin Thaynor. Könnte da etwas in der Gasse sein? Hör auf zu sprechen, Geliebter. Sie sind hier. Wehe mir. Seht. Mein Geliebter wurde vom Flussmonster da drüben erschlagen. Wo? Durch die Gasse. Dort. Beim Fluss. Oh je. Wow, das hörte sich echt traurig an. Vorsicht vor dem Flussmonster? Richtig. Wie Ryan einfach alle eine Monster Art macht. Schlange? Sieht so aus. Echsenmenschen, es gibt sie wirklich, ich wusste es. Müssen wir sie bekämpfen? Na, warum denn nicht? Ich meine,
Sie ist schon ganz süß, oder? Was laberst du da? Sie wird angreifen. Was sollen wir jetzt tun? Die Schlangenglocke. Schlangen in Hörweite schlafen sofort ein. Tun wir so, als wäre es ein tiefes Geräusch. Schlangenohren sind im Gehörgang. Sie hören also nichts über... Nice! Yeah, noch mehr Beute. Okay, lassen wir mal ein paar Ohren bluten. Warte, was ist das? Sieht aus wie eine Drachenschuppe oder sowas. Vielleicht hat sie magische Kräfte. Wir sollten sie behalten. Ja! War echt schlau von dir, die Glocke einzusetzen. Hat gut geklappt, oder? Das ist noch ein Notenblatt. Ich kann's kaum erwarten, Monster mit meiner hypnotischen Musik zu lähmen. Das Zelt ist weg, wer auch immer hier mal geschlafen hatte. Hab eine weitere Schriftrolle. Cool! Okay, wir haben die Flussschlange besiegt. Ja, und später. Und Ethan, was war deine schönste Kindheitserinnerung? Kann mir irgendwer sagen, warum alle auf der Hauptstraße aussehen, als wäre ein Mittelaltermarkt explodiert? Er hat natürlich gesagt, als Season 7 von Fortnite gestartet ist. Und alle, die beim Lab dabei waren, reingebrochen ist das Zeitalter der Monster über unser unbescholtenes Dorf. Genau davon rede ich. Lasst euch nicht beirren, werter Herr. Von denen, die euch sagen, ihr sollt alle Hoffnung fahren lassen. Denn der legendäre Held Taynor ist hier. Was bedeutet das? Ich wollte bloß Eiscreme. Abo, Ryan, bist du das? Scheiße, das hat ja nicht lang gedauert. Ein USB-Stick verloren. Was für eine Belohnung, hast du ihn gefunden? Nein, aber abhängig von der Belohnung gebe ich mir bei der Suche viel mehr Mühe. Dein Ernst? Wenn Monsterhorden angreifen, sind Apotheken doch am wichtigsten. Oh. Bist du enttäuscht? Ich dachte, dass ich endlich reingehen könnte. Wir sind Meisterschriftrollensammler. Anscheinend. Ist meine Arbeit zu schätzen. Der Schmied! Seid gegrüßt! Ich hörte, ihr habt euch um die Flussschlange gekümmert. Ihr lasst Worten Taten folgen. Vielleicht kann die Elster... Ich glaube, das ist eine schicke Kunstgalerie. Warte, nein, es ist ein Zoohandel. Alles in Ordnung? Ihr wirkt recht... grießcremig. Ich habe... Was für ein undankbares Leben. Ein Schmied im Zeitalter der Monster zu sein. Wow, er ist voll dabei. Was brauchtet ihr nochmal? Sonnensilber. Die Zusammensetzung für Sonnensilber.
zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Eins, zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Das ist ein Buch für verdammte Ich wette, im Plattenladen gibt es was Cooles. Ja, wie Riley wohl bestimmt mit dem USB-Stick vorankommt. Der Lauf war so super. Ich bin stolz auf mich. Wow. Freut mich für Sie. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Ich muss mit Riley über etwas aus dem echten Leben reden. Ich beeil mich auch. Klar. Lass die Zeit. Natürlich, das ist nur das Erlebnis meines Lebens. Da kannst du auch mit Riley über irgendwelchen anderen Kram eben reden. Oh, hallo! Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Mega. Also spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. Mann, diese Kleinstädte. Jeder hat sich Mühe gegeben, Riley in den letzten Wochen zu gratulieren. Da, wenn nur 5 Leute hier leben, geht das halt schnell. Was für ein Stück Scheiße. Hey Riley, ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Ist von dem Schokoladen, in dem wir zu unserem letzten Jahrestag waren. Ich kann in letzter Zeit nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass du ganz alleine feiern gehst. Natürlich vertraue ich dir, aber da wird es eine Menge Kerle geben und das macht mich nervös, ganz ehrlich. Ich wünschte, dass du ein wenig daran denken würdest. Ruf mich an, falls du je reden willst. Mac. Aber wir haben ja auch gehört, dass eigentlich Mac sich gut gekümmert hat um die. Für das Frühlingsfest. Die sind wirklich super schön. Wenn er nicht krankhaft eifersüchtig wäre. Das ist einfach so lieb. Liebe Riley, du wirst einen neuen Computer für dein tolles neues Stipendium brauchen. Falls es nicht reicht, sag Bescheid und stelle einen weiteren Check aus. Ich bin so stolz auf dich. Alles Liebe, Oma. Riley hat schon 300 Seiten gelesen. Muss gut sein. Ich werde das so krass nicht anfassen. Ja, toll. Passwort-Cracker. Gott, vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Kommt mir vor wie Jahre. Mir auch, weil das Spiel lässt dann das so fühlen. Als wenn man wirklich schon Ewigkeiten hier wäre. Früher oder später wird Riley von Eleanors Geheimnis erfahren. Hat es mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und es macht sogar Spaß. Ich wusste nicht, wie gut du mit Computern umgehen kannst. Willst du was in die Richtung studieren?
Bauingenieurwesen. Oder vielleicht Robotik? Ich muss mich noch entscheiden. Echt verrückt alles. Egal, lass uns über was anderes reden. Ich habe Eleanor heute Morgen in der Black Lantern gesehen. Sie brauchte wohl eine Auszeit von mir. Ich habe sie den ganzen Morgen genervt, dass wir einen von diesen Notfallknöpfen brauchen. Oh Mann. Ich würde 4 Stunden entfernt sein und sie hat noch nie alleine gelebt. Wie geht Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, macht er mich blöd an. Ich bin so froh, wenn ich endlich hier weg bin. Halte durch. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn's was Neues gibt. Danke nochmal. Kann ich jetzt was anderes machen hier? Nö. Ich hoffe echt, das funktioniert. Dann wieder raus. Zurück zum Lab. Mir ist so warm, ich muss mich gleich erstmal meiner Hose entledigen. Irgendwie ist es hitzig heute. Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Später. Wir sollten auch in den Plattenladen gehen. Ich wette, im Plattenladen gibt es was Cooles. Ich weiß meine Arbeit zu schätzen. Niemand